Erzieher Fred. Ich zeig euch, was hier heute geht. Kommt doch mit in den Kindergarten. Kommt, lass uns jetzt starten. Hallo Erzieher Fred, was machen Sie denn heute so als Erzieher? Also, ich bin hier heute im Kindergarten Ost. Ich muss natürlich aufpassen, dass die Kinder hier nicht gegen deine Ecke finden. Finn? Leib. So, also ich muss natürlich aufpassen, dass die Kinder nicht irgendwie Gefährliches machen und so. Und dass sie sich auch nicht verletzen. Und Finn? Gib deine Figur wieder her. Kannst du später mitspielen. So. Und ja, die Kinder sollen auch nichts. So. Die Kinder sehen schon, wie das hier so abläuft. Ja, Finn? Ja? Ich mag dich. Ich mag dich. Wie ich schon gerade gesehen habe, dass die Kinder hier so ein bisschen eine spielerisch auch sind. Und was tun sie dagegen so? Also das ist ein bisschen schwierig, die Kinder unter der Kontrolle zu halten. Vor allem, wenn die noch so klein sind. Die sich auch mal verletzen. Ja. Naja, die verletzen sich jetzt nicht irgendwie so hart, sondern vielleicht mal so einen Kratzer. Aber da sind sie ja auch meistens selber schuld. Und ich hole mal eben kurz was. Na, Finn, deine Lieblingsfigur? Ja. Heißt, du hast auch keine Freunde bisher, ne? So? Ja, er mag sie anscheinend doch nicht. Das ist aber immer ein bisschen schwierig, die Kinder unter Kontrolle zu halten, vor allem wenn sie so klein sind und die Eltern hier die Kinder einfach so abgeben, ohne dass wir halt wissen, so gesehen, wer sie sind. Sie geben hier ab, so, freigelassen, Freddy ist deines Tier, fertig. So. Und die können sich halt durchaus verletzen. Wir müssen halt aufpassen, dass sie sich nicht an Stromschaltern oder so verletzen. Finn? Finn! Ich habe eine kleine Frage. Wie lange dauert denn die Ausbildung und was lernt man dann so? Also die Ausbildung dauert in der Regel 6 bis... Ja, also ungefähr 6 Jahre so, aber auch wahrscheinlich mehr. Ich konnte sie natürlich früher beenden, weil ich bin nicht Angeber, ich bin ein bisschen klüger als die anderen Erwürne. Ja, ist ja schon klar. Ich habe auch Kinder gut unter Kontrolle. Sie wissen ja, Frauen, du weißt ja, Frauen sind nicht so gut in Erziehung. Und ich weiß ja, also meine Wenigkeit, ich will jetzt nicht so gut, also ich will jetzt nicht angeben und so. Und ja, was man da so lernt, ist, dass man die Kinder auch sehr gut unter Kontrolle haben muss. Dass sie nicht irgendwie sich verletzen sollen, weil dann kann man auch seinen Job verlieren. Und ey Ladies, ihr wisst schon, könnt mich anrufen. Nummer kommt nachher. Ja, ich bin im Moment Single. Das war ja eigentlich so von mir. Also, falls Sie noch Fragen haben, können Sie mich gerne noch mal fragen. Wie passen Sie denn auf die Kinder auf? Und reiben Sie in die Ecke oder lassen Sie frei spielen und gucken dann manchmal? Aber wenn die Kinder sich zum Beispiel Müllgraben vergreifen und so, dann das auch essen. Das ist natürlich nicht so gut. Dann schiebe ich sie auch manchmal in die Ecke und so. Schicken halt in die Ecke, kriegen dann vielleicht mal eine Strafarbeit, sitzen im, ja. Können die Kinder denn schon schreiben oder so? Nee, können noch nicht schreiben. Aber wenn sie immer schreiben sollten, dann ein bisschen prügeln. Sollen sie nämlich erst in der Grundschule lernen, dafür kriegen die anderen Lehrerinnen ja auch so einen Job, ne? Lehrer? Ja. Aber was sind das denn für Strafarbeiten? Also zum Beispiel, es ist keine richtige Strafarbeit, aber sie sollen dann im sogenannten Gefängnis sitzen. Das ist ein Käfig, ein Hundekäfig. Da sitzen dann so teilweise 15 Minuten drin, dann haben sie ihre Lektion gelernt, sie fangen an zu weinen, meckern rum und so. Und ja, also. Gibt es denn auch einen Raum, wo sich die Kinder ausruhen können? Kinder können sich im sogenannten Schlafgasraum ausruhen. Da gehen sie rein, schließe ich die Tür schön und so. Und dann kommt ein bisschen Schlafgas oder sowas rein. Lachgas. Wenn die aufwachen sollen, Lachgas. Und wenn die einschlafen sollen, irgendwie Schlafgas oder was auch immer. Und dann schlafen die schön ein wie kleine Babys. Sind denn die Eltern auch gut? Finden die Eltern in den Kindergarten auch gut? Ja, so gesehen kann ich das gar nicht sagen. Sie sollen die alle vor der Tür abgeben. Die waren noch nie drin. Elternabend oder sowas gibt's auch nicht. Die dürfen den Kindergarten nicht besichtigen. Die Kinder sind hier ganz alleine drin. Und ja, wenn sich ein Elternteil verletzt, setze ich das Baby vor der Tür auf. Sorry, ich habe ein bisschen kurz gestottert. Dann setze ich das Baby vor der Tür aus und ist ja halt noch kein richtiges Baby, aber. Und wie viel verdienen Sie ungefähr? Ich verdiene, da die anderen... Sie müssen jetzt keine genaue Zahl sagen. Ja, also die anderen Lehrer, dass sie ja nicht wissen, was ich hier so betreibe, das ist ja so gesehen mein eigener Kindergarten,
Die Chefin, die ist letzte Woche Freitag weggezogen. Seitdem konnte ich meinen ganzen Plan richtig ausführen. Davor war der nur ein bisschen. Ich verdiene so 1000 bis 1300 Euro ungefähr so im Jahr. Im Monat meine ich natürlich. Im Jahr sind das dann, keine Ahnung, Millionen oder so. Bisschen Cash und so. Lamborghini, weiß ja. Ja, meiner Träume. Okay, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, danke. Ganze Geld.